Willkommen Leute, willkommen zu einem neuen Video bei euren GIF Games zu Let's Play Stauser P Part 2. Ja, wir sehen uns einfach gleich nach dem Intro. So Leute, da sind wir auf den Server wieder. So. Hat denn jemand eine Nachricht schon bekommen von Wien, dass hier abgestellt worden ist? Oh mein Gott. Dann übernehme ich das einfach. Slash. Funk machen wir jetzt mal. Slash Funk. Kommt F. Du F. Du. Admiral. An Cody, das war zuletzt war was da? So, also weiß jetzt hier jemand, was denn los ist. Cody, haben Sie schon eine Nachricht schon bekommen? Ja, der zuletzt auf der Brücke war, war Nemen. Ich kann ihm rennen. Nemesis. Nemesis. Und er war da zuletzt drauf gewesen. Der da. Der in Blau. Was hast du da oben gemacht? Und warum steht deine Sicherheits-ID dort oben? Ich hab keine ID. Wirklich? Ja, dann könnten sie auch den Herrn lieben Großmutter Jura fragen und mal. Sie werden das jetzt erstmal hier untersuchen lassen. STs? Ich bitte Sie. Den guten Jedi-Meister hier zum Jedi-Baracke zu begleiten. Sie werden ihn dann dort erstmal bewachen. Dass er nicht aus der Jedi-Baracke rausgeht, ist er ganz oben auf der 5. Ebene. So, und wir beide kontrollieren mal da oben mal, ob wir da was finden. Oder wollen wir gleich den schnellsten Weg nehmen? Cody. Ja, moin. Ja. Wir hätten auch eigentlich meine Macht benutzen können und einfach jetzt ganz schnell nach unten. Also ganz schnell auf jeden. Dann begleitet den Jedi-Meister da hinten in den Barke. Und wir beide werden uns jetzt auf die wollen wir aus die Brücke oder auf oder zum Hangar Hangarkontrolle vergeben. Machen wir einfach. Wir schauen jetzt da einfach nach, ob der da überhaupt darauf Zugriff hat. Verstanden. Ich muss ja ganz schön mal, guck mal, Jedi-Meister hinzufügen. Also geht das hier nicht auf, was ich hier machen will. Warum haben wir überhaupt die Jedi allgemein hier keinen Zugriff? Kommen Sie kurz mal hierher. Was ist denn das? Das ist irgendwie ein wenig abgenögelt. Sehen Sie dann nicht diese Kratzer dort? Oh, was ist das denn? Hm.
Machen Sie mal hier mal von diesen Blutspuren hier mal Fotos. Commander Cody. Was? Machen Sie mal von diesen Blutspuren da hinten mal Fotos, oder von denen hier. Haben wir irgendwo ein, ein Ding stehen? Was ist hier passiert überhaupt? Warum liegt da ein Flottenmitglied da einfach? Warten Sie mal. So, dann sieht das ja aus nach Türspuren. Okay. Toter Flottenkadett. Und Schussspuren. Nee, ich und das Blut. Ist glaube kein Kadett, das war, ich glaube ein Lieutenant. Lieutenant? Weil der hat zwei blaue, ein rotes. Okay. Wissen Sie den Namen von? Von denen hier? Scheiße, warum ist er denn der? Wie bitte? Wissen Sie den Namen von ihm? Nee, ich dachte, Sie wüssten es. Warte. Funken Sie mal den Admiral an und sagen, dass hier ein toter LT hier liegt. Er soll mal sagen, wer hier stationiert war zu dem Zeitpunkt. Kevin. Okay. Also was steht da? Da steht Kevin drauf. Also. Wir schauen jetzt mal nach, was, ob hier noch wo irgendwelche Leichen hier liegen. Oder? Hm. Sagen Sie mal den STs mal Bescheid, oder jedenfalls einer von denen sollen hier, sollen mal kurz mal hier runterkommen. Und dann hierher kommen. Na gut, dass er das hier so wo er wegkommt. Zwei Stunden später. Na gut, da sind sie ja. Was hat so lange hier gedauert? Ja, wir haben einen Funkspruch erhalten von Admiral Takin. Was für ein Funkspruch? Der ist hier noch nicht mal stationiert hier, das wissen Sie schon, oder? Anscheinend. Das ist hier ja, nicht das Schiff von Admiral Tarkin. Was wollte er denn überhaupt? Maschinenraum gehen. Grund, weil ich weiß jetzt überhaupt nicht, warum Admiral Tarkin hier was zu sagen hat. Auf einem Schiff, wo ein anderer Admiral hier das Sagen hier eigentlich hat. Ich habe keine Ahnung. Bring ihn jetzt ins Labor, den Medic. Das hier. Oh, ist das schwer. Haben Sie das gehört?
Ich werde mich aufbrechen zum Maschinenraum hin. War ich nicht. Was ist los? Nimm das. Na, ich war, also das mit dem Keypad, das muss ich nochmal irgendwie hinkriegen, weil ich habe das auch so gemacht, dass da eigentlich nur die Leute da reinkommen, die auch eigentlich was da drin zu tun haben. Was ist hier los? Ich wurde da von unten erschossen. Und als ich da unten hingerannt bin, war keiner mehr. Was sind das da hinten für Dinger? Da unten. Oh, Bomben. Bomben. Wie kommen die Bomben hier aufs Schiff? Weiß ich nicht. Kam der Feind aufs Schiff, oder der Mensch aufs Schiff, wer mich beschossen hat. Cody, lassen wir das lieber. Ja, ich glaube, die können das ab. Okay. Die schon runtergefallen sind. Haben wir nicht welche Überwachungskameras hier? Weiß ich nicht. Jetzt hier lang eingerannt und dann die Tür. Wie also kommt hier durch die Tür? Sind doch extra hier Sicherheitstüren oder nicht? Nein, da geht's raus. Das ist eben noch eins. Das sind doch extra Sicherheitstüren, oder nicht? War hier, hat man hier drinnen geschossen? Also, weiß ich nicht, wohin sein kann. Würde euch jetzt bitte entfernen von der Bombe. Nee, alles klar. Schießen Sie nochmal darauf. Ich denke, wir bekommen es gleich hin. Schießen Sie nochmal auf die Bombe, wir bekommen es sicherlich jetzt gleich hin. Aber die ist aus, die leuchtet nicht. Hä? Als ob man das so einstellen kann. Hä? Als ob man... Hä? Es ist ein anderer Skin. Lol, okay. Okay, die ist aus, sehr gut. Es kommen jetzt noch die anderen Bomben. Commander Cody. Sie nehmen sich die Bombe da oben vor und ich nehme die hier mit meiner Macht nach oben. Verstanden? Aber wollen wir das gleich hier deaktivieren? So, Sie bekommen es ja allein hier hin, Commander Cody. Ja. Gut, dann werde ich mir jetzt immer das ganze Schiff unter die Lupe nehmen. Bleiben Sie noch hier, während Commander Cody hier noch versucht, hier die Bomben zu entschärfen. Ja. Ich werde mir schon mal das Schiff unter die Lupe nehmen. Okay. Hey, warum schreiben mich immer dann welche Leute an, wenn ich hier gerade was zu tun habe? Kann mir das mal jemand sagen? Ich glaube, wir müssen daraus einen Zweiteiler machen, ey. Glaube ich.
Sie kommen jetzt mit. Wir gehen jetzt erstmal kurz noch um ins Gefängnisbereich. Verstanden. Drücken Sie. Haben Sie schon was herausgefunden wegen des Mords? Negativ, Sir. Die Medics untersuchen gerade die Leiche. Sehr gut. Öffnen Sie mal. Ob hierauf leider kein Zugriff. Warten Sie mal, ich spüre gerade was. Wir müssen doch noch mal kurz runter. Ich spüre gerade was. ST, Sie kommen mit. ST. ST. Also, als ob der jetzt nicht da ist, ey. Sagen wir mal einfach, wir haben jetzt hier kurz geöffnet, Leute. Ganz ehrlich, ich muss ja echt, glaube ich, mal hier alle mal wieder einfügen. Geht überhaupt nicht aus hier. Warum ist hier das Main Hangar hier offen? Schließe ich jetzt mal kurz. Ich dachte, hier wäre jemand hier drin. Ja, Mann, jetzt hast du mich aus dem Game geholt. So. Jetzt bin ich wieder in-game, mein Gott. Ich dachte, hier wäre jemand hier drin. Ich versuche, den wieder aufzuspüren. Die Person, die hier das Tor geöffnet hat, die würde sicherlich nochmal probieren, hierher zu kommen, oder nicht? Seltsam. Okay, Leute, das war's. Dieses Event, was auch immer das hier ist, das wird leider zum Zweiteiler, weil, ja, also theoretisch dritter Part, der kommt dann morgen raus, weil ich glaube, ich schaffe es nicht, dass das ganze Ding eigentlich aufzunehmen, weil ich will eigentlich nur immer 20 Minuten. Denke ich mal, wir sehen uns dann morgen dann wieder beim nächsten Part. Ciao.